Hallo, in der heutigen Tooltime-Sendung geht es um männliche Werte. Wir sind harte Männer und jeder echte Mann hat Bock auf seinen Sägebock. Du hast recht, Partner. Und die solidesten Sägeböcke bestehen aus Buchen- oder Tannenholz. Eine Faustregel, er sollte so stabil sein, dass Els Mutter nach einem Mittagessen drauf sitzen kann. Weißt du, Tim, eigentlich bin ich eher ein Heimwerker der alten Schule. Das bedeutet, ich arbeite gern mit Holz. Aber was einen Sägebock angeht, stehe ich auf Metall. Ich bin ein Heimwerker der 90er. Meinst du vielleicht die 1890er? Dieser Sägebock wiegt halb so viel wie ein normaler und kann deswegen ganz einfach bewegt werden. Das war ja eine beeindruckende Demonstration, Al. Wenn Sie schon einen beweglichen Sägebock wollen, dann zeige ich Ihnen einen. Tim. Al? Tim, wo... Nun, während wir hier auf ihn warten, möchte ich Sie in der Zwischenzeit mit einer kleinen Anekdote über meinen allerersten Sägebock unterhalten. Sein Name war Fury. Wo? Ein Sägebock mit einem Motor? Richtig. Er bringt 100 Sachen auf der Landstraße. Hör dir den Sound an. Der Gang ist noch drin. Hä? Nimm den Gang raus, Tim. In die Mitte nehmen? Nein. Dad, funktioniert das Haustelefon schon? Noch nicht. Wir haben die Lautsprecherkabel an den Verstärker angeschlossen und den an den Transformator. Einen dicken Brummer, um was zu erhalten? Mehr Power! Genau. Ist der Transformator das Ding, das du in Brand gesetzt hast? Was nennst du einen Brand? Nein, ein Brand war... die Explosion des Gasherds. Ja. Also gut. Eigentlich müsste ich jetzt deine Mama die Strippe kriegen. Jill, hörst du mich? Schatz, kannst du mich hören? Klar kann ich dich hören. Ich bin direkt hinter dir. Ich dachte, du wärst in der Garage. Wir testen unsere neue Sprechanlage. Endlich... Wirst du vernünftig und siehst ein, dass wir so ein Zeug nicht brauchen? Der Tag, an dem ich vernünftig werde, liegt noch in ferner Zukunft. Mark, komm. Ich werde dir was Neues zum Anziehen kaufen. Ich will aber hierbleiben, bis das Haustelefon funktioniert. Bis das passiert, sind wir längst wieder zurück. Hi, Dad. Hi, Randy. Hi, Jeremy. Wie läuft's denn so? Kann nicht meckern. Klasse. Was ist denn das? Dein Heimwerker-Push-Notrufsender? Ja, und zwar mit Kurzwelle. Da hört man die Stimmen von Verstorbenen. Sieh mal nach unten, Napoleon. Das ist mein Dad. Enkel Tim, ein spitzenmäßiger Heimwerker. Wenn der Junge einen Dad. Hammer in Dad. Die Hand Dad. Nimmt, dann... sei nicht kindisch. Los, komm, wir machen uns besser aus dem Staub, bevor uns ein Bastelkram um die Ohren fliegt. Moment mal. Wie kann eine Sprechanlage explodieren? Da kennst du meinen Erzeuger nicht. Er hat einen Geschirrspüler in die Luft gejagt, einen Mixer und 7 Toaster. 2 Mixer und 5 Toaster. Fabriziert haufenweise Unfälle. Jetzt hat er vom Krankenhaus eine Vorzugskundenkarte gekriegt.
Noch zwei Kopfverletzungen und Sie spendieren uns eine Hawaii-Reise. Mann, wäre ich froh, wenn mein Alter auch so gut drauf wäre. Quatsch. Mein Alter ist ein totaler Blindgänger. Hast du dir schon mal Totan reingezogen? Sind die ganzen Patzer keine Absicht? Spinnst du? Sie sollten die Sendung in Trottel-Time umbenennen. Hi, Mom. Hallo, wo warst du denn? In der Bücherei. Wieso? Haben die neuerdings Videospiele? Nein, hab mir ein Buch ausgeliehen. Ja, tatsächlich, ein Buch. David Copperfield, seit wann interessierst du dich für Charles Dickens? Mom, ich liebe Charles Dickens. Ergreifender hat kein anderer Autor die Schmerzlichkeit der Jugend geschildert. Jetzt veräppel mich nicht. Wieso interessiert dich dieses Buch? Na schön. Also Jennifer steht neuerdings auf diesen Typen Lance. Und die zwei quatschen nur übers Lesen. Es ist Jennifers Lieblingsbuch. Und hast du gesagt, es wäre auch deins? Na logo, jetzt kann ich doch auch mitreden. Jennifer scheint es dir ja sehr angetan zu haben, denn David Copperfield ist ein dickes Buch. Ich glaube, es ist spannend. In seiner letzten Fernsehshow hat er die Freiheitsstatue schwupps verschwinden lassen. Oh nein! Nein, 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 das nein, nein, nein. Cool. Nein, Schatz, nein! Das ist nicht David Copperfield, der Zauberer. Das ist David Copperfield, das arme englische Waisenkind. Dieser Schinken ist 64 Kapitel lang. Oh Mist. Oh Mist, genau. Tim? Tim! Was ist denn? Der verdammte Flugverkehr funkt Störsignale in die Anlage. Wieso beschwerst du dich nicht beim Flughafen und sagst denen, sie sollen die Fliegerei unterlassen, weil es hier reinfunkt? Dummer Kasten, blödes Scheißding! Bist du irgendwie genervt? Nein! Dann gehört das wohl zum Einbau, dass du so auf dem Ding rumtrommelst. Randy hat sich sehr verändert. Wie meinst du das? Er hat sich vor Jeremy über mich lustig gemacht. Was ist das für eine Art, auf Kosten anderer Menschen Witze zu reißen? Keine Ahnung, vielleicht fragst du mal Al. Das ist Teil der Show, eine Verteilung von Geben und Nehmen. Ich gebe, er kassiert. So läuft das. Randy spottet über dich und du über ihn. Das musst du dir gefallen lassen. Aber nicht hinter meinem Rücken. Hast du ihn etwa heimlich belauscht? Was? Die Sprechanlage war an. Ich hab's zufällig mitgekriegt. Was, sie hat tatsächlich funktioniert? Ein paar Sekunden lang, ja. Er hat im Ernst behauptet, ich würde alles vermurksen. Oh. Hase, deine ganzen Zuschauer können das locker bezeugen. Er hat gesagt, wir sollten die Sendung umbenennen. Von Tooltime in Trotteltime. Wenn es dich wirklich so beschäftigt, finde ich, du solltest ihn darauf ansprechen. Ich will nicht mit ihm darüber reden. Du kannst sowas nicht einfach totschweigen. Klar kann ich das. Männer müssen oft schweigen. Schon mal Schweigen der Lämmer gesehen? Der Typ schweigt und hat einen Riesenerfolg. Oho, ist ja ein geniales Argument. Gut, ich rufe ihn runter. Hey, Randy, komm mal. Ich will kurz mit dir reden. Flug 211. Sie haben Starten noch nicht auf Startbahn 7. Mann, endlich habe ich das Vorwort durch. Wenn du eines Tages das Buch durch hast, ist Jennifer eine runzlige Großmutter. Ja, aber wenn ich sie halten will, muss ich mir es reinziehen. Wieso? Du hast noch nie für ein Mädchen so viel Zeit investiert. Jetzt bin ich in der Junior High School. Da sind die Mädchen nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Dann zieht also dein Trick mit den Sträumen in der Nase nicht mehr? Oh doch, der kommt noch an. Hey, Jungs. Hi. Hi. Ich würde gerne mal mit Randy allein reden. Muss das sein? Ich lese gerade. Ach, du kannst nachher lesen. David Copperfield, der ist klasse. Der hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Fehlanzeige. Das hier handelt von der tragischen Figur. Oh ja, die tragische Figur. Auf ein Wörtchen, Sohn. Wenn du mit mir reden willst, könntest du mich doch einfach übers Haustelefon anrufen. Oder hageln dir immer noch Notrufe rein? Du ziehst mich ganz schön durch den Kakao, weißt du? Tja, du machst es einem auch leicht.
Aber was zu viel ist, ist zu viel. Ich denke an deine kleine Unterhaltung mit Jeremy. Ach, wir haben nur rumgejuckst. Mich erniedrigen läuft bei dir unter Jux? Unsinn, das war keine Beleidigung. Du hast mich doch als Trottel bezeichnet. Was? Du hast doch nicht etwa an der Tür gelauscht? Ich hab's über die Sprechanlage gehört. Ach, dafür hast du sie eingebaut? Nein. Damit du mir nachschnüffeln kannst. Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Schon mal was von Respekt vorm Vater gehört? Na, und wo bleibt der Respekt vor mir? Du hast mich doch ausspioniert. Es war ein Versehen, das versichere ich dir. Der Punkt ist, du nennst meine Arbeit Trotteltime. Ja, und? Und? Dank Tooltime hast du Klamotten am Leib und kannst dich satt essen, klar? Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Ich hab dich schon verstanden. Und? Und würdest du nicht wie ein Affe grunzen und dauernd irgendwas vergeigen, dann wäre deine Sendung vielleicht nicht so ein Witz. Moment mal. Willst du damit etwa sagen, ich wäre ein Witzbold für dich? Ich erzähl dir einen Witz, einen echt guten Witz. Vorweg die Pointe. Eine Woche. Was war die Frage? Na, hat's geschnackelt? Die Frage ist, wie lange hast du Hausarrest? Das ist ein Witz. Du lachst ja gar nicht. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Hey, Mark, hörst du mich? Mark, kannst du mich hören? Was? Kannst du mich über die Hausanlage hören? Dad, ich kann dich nicht hören! Was? Dad, dieser Höllenkrach, ich kann nicht lesen! Halt die Klappe, Brad! Wie sind wir früher bloß ohne diese Sprechanlage ausgekommen? Deswegen wurde sie installiert, damit dieses Gegröle ein Ende hat. Hey, Mark, hör mal gut zu, dreh mal die Lautstärke voll auf! Was? Ah. Wie geht's mit David Copperfield voran? Schneckengang. Tja, eisern durchhalten. Das ist ein Klassiker. Was wird aus Tante Betsy? Tante Betsy? Tja. Komm, Schatz, was wird aus Tante Betsy? Du hast das Buch doch gelesen. Selbstverständlich habe ich's gelesen. Ich will ihm nur nicht die Spannung verderben, Tim. Mach's gut. Ciao, Dad. Zieh dir deine Jacke an. Ciao, Mom. Ciao, Dad. Wiedersehen, Mark. Hier, Randy. Ciao, Mom. Na los, sag irgendwas zu deinem Vater. Mach schon. Ach ja, Dad? Übrigens quackt mir schon eine ganze Weile so ein spanischer Sender in meine Sprechanlage rein. Sehr witzig. Kümmer dich um deinen Kram. Mach's gut, Randy. Also, du benimmst dich sehr erwachsen. Er hat angefangen. Hase, du weißt doch, wie Kinder in dem Alter sind. Sie sind oft aufsässig und sagen gemeine Sachen. Brad hat mich nie als Witz tituliert. Richtig, er hat bloß Scheiben eingeworfen und wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Wieso macht Randy das nicht auch? Als ich so alt war wie Randy, war ich genauso wie er. Die fiesesten Sachen habe ich meiner Mutter an den Kopf geworfen. Noch fieser als ich? Viel fieser. Sie hat mich mal mit diesem Spitznamen angesprochen. Eigentlich hat sie immer diesen Spitznamen benutzt, aber... Dieses eine Mal, ich war 14, wir waren gerade umgezogen, sagte sie ihn vor all meinen neuen Freunden. Ich war so wütend auf sie. Da habe ich sie wirklich beleidigt. Sag mal, was war denn das für ein Spitzname? Als ob ich dir das auf die Nase binden würde. Stell dich nicht so an. Na schön, aber du musst mir schwören, dass du es niemandem verraten wirst. Ich schwöre es feierlich bei allen Werkzeugen, die mir heilig sind. Jilly Dilly. Jilly Dilly. Hase, ich will diesen Namen in diesem Haus nie wieder hören. Verstanden? Höchstens mal in Tooltime. Untersteh dich. Hast du verstanden, was ich wegen Randy sagen wollte? Ich glaube schon. Es tut mir einfach weh, dass er mich für einen Trottel hält. Ich versuche alles. Bin ich kein guter Vater? Du bist ein toller Vater. Und ich bin ein cooler Vater. Wahnsinnig cool. Ich rülpse wie ein Hängebauchschwein. Wie kein anderes. Ich kann meine Augenlider hochrollen und glotzen. Da reicht dir keiner das Wasser. Ich kann Ohrenschmalz schnipsen, 6 Meter weit. Darum bin ich deine Frau geworden. Und was jetzt kommt, wisst ihr sicher alle? Tooltime! So ist es. Binford-Werkzeuge präsentiert Tim Taylor, den Heimwerkerkönig. Danke, Heidi, und willkommen bei Tooltime. Ich bin Tim, der Heimwerker-King. Sie alle kennen meinen Assistenten Al Borland. Was ist? Fallen dir keine idiotischen Beinamen mehr ein? Habe ich Geburtstag? Ich kann nicht dauernd rumblödeln. Das hier ist doch nicht Trottel-Time. Leute, heute beginnen wir mit dem Bau einer Gartenfestung. Die Kinder werden ausflippen. Wir buddeln zunächst unsere Löcher und werden dann die Pfosten eingraben, was nicht ganz einfach ist. Ach, verzichten wir heute mal auf elektrische Geräte. Wir können das auch mit unseren Händen erledigen. Was auch viel einfacher ist. Wirklich mit den Händen arbeiten? Ja, ich dachte, es wäre einfacher. Du verzichtest nie auf elektrische Spielzeuge. Ich weiß, aber ich dachte... Wieso? Ist heute der Weltenergiespartag? Sag mal, müssen wir immer nur blöde Witze reißen?
Wenn man etwas für Kinder baut, sollte zuerst an die Sicherheit gedacht werden. Ich empfehle Ihnen, die ganze Fläche mit Spänen zu polstern. Jedes Jahr verletzen sich spielende Kinder, mehr als 100.000. Das kann man vermeiden. Ursprünglich wolltest du doch eine Raketenabschussrampe bauen. Naja, da bin ich wohl übers Ziel hinausgeschossen. Ich hab's mir anders überlegt. Es fällt mir nicht leicht, das zu glauben, Tim. Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Jetzt passt auf. Ich hab mir was ausgedacht. Ein Alarmknopf für die Festung. Funktioniert wie eine Türklingel. Drück drauf. Okay, alles klar. Das war vorher nicht abgesprochen. Ja, ja, dein Klingelchen jagt mir wahrscheinlich 1000 Volt durch den Körper. Der steht dann schadenfroh da und singt Klingelingeling, die Post ist da. Ja, aber du sollst doch nur auf diesen harmlosen... Du willst mich bloß reinlegen. Sei nicht so misstrauisch. Es ist keine Falle. Und ich warte nur darauf, dass du gleich wieder blöde Witze über meine Mutter machst, dass ihr Lieblingskleid ein Zirkuszelt ist, dass die Japaner sie als Sumo-Ringer anheuern wollen. Ich hab doch nichts anderes vor, als dieses Ding da vorzustellen. Was soll ich sagen? Aus. Meine Mutter ist eine blöde, fette Kuh. Na, wenn du das sagst, Al... Wir melden uns wieder nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. Hoppla, was liegt denn da? Nachbar, sehen Sie mal, was ich in meinem Garten gefunden habe. Ich werd nicht wieder, Wilson. Das ist ja ein Stein. Oh nein, Tim. Das ist nicht bloß ein Stein. Das ist lamelliertes Dolomitgestein. Es war schon hier, als die Dinosaurier noch die Erde bevölkerten. Stellen Sie sich vor, wenn dieser 400 Millionen Jahre alte Stein sprechen könnte. Hey, Brontosaurus, wieso zielst du nicht woanders hin? Immer zu einem kleinen Spaß aufgelegt, was, Tim? Eigentlich nicht. In der heutigen Sendung war ich bierernst. Das überrascht mich in der Tat, zumal ich Ihren Hang zur Scherzhaftigkeit kenne. Und alles nur, um Randy zu gefallen. Er sagte, ich sei in der Sendung der reinste Trottel. Oh je. Das tut weh. Nun, es mag ein kleiner Trost sein, Tim, aber Eltern sind der Knochen, an dem Kinder ihre Zähne wetzen. Tja, ich fühle mich auch abgenagt. Damit meine ich, wenn ein Junge klein ist, betet er seinen Vater an. Damit er sich selbst zum Mann entwickeln kann, muss er seinen Übervater allmählich als fehlbares Wesen begreifen und aufhören, ihn als Gott zu glorifizieren. Es war leichter, als er mich noch für einen Gott hielt. Mit Mark bleibt denen noch etwas Zeit bis zur Götterdämmerung. Ja, ich weiß. Mir wird Randys Vertrautheit fehlen. Unser Verhältnis ist einmalig, er ähnelt mir. Wir nehmen uns auf die Schippe, aber wir lachen darüber. Natürlich ist das ein schmerzhafter Verlust für Sie. In den nächsten Jahren wird er sich zu einer eigenen Persönlichkeit entwickeln. Ich war nicht so zu meinem Vater, ich habe ihn bewundert. Wie alt waren Sie denn, als er starb? 11. Und wie alt ist Randy jetzt? 12, er geht schon auf... Oh ja, oh ja. Ja... Ich hatte keine Gelegenheit, frech zu ihm zu sein. Er starb, ehe ich so weit war. Kind zu sein ist ganz schön schwer. Was glauben Sie, warum ich stattdessen Steine habe? Hallo, Brad. Hi, Mom. Was ist los? Machst du eine Pause von David Copperfield? Ich lese es nicht mehr zu Ende. Jetzt reicht's. Ich finde, wenn eine Freundin auf mich steht, soll sie nicht zu viel erwarten. Sie hat Schluss gemacht, hä? Jo. Oh, Schatz, das tut mir so leid. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich weiß doch, wie gern du Jennifer gehabt hast. Ja, aber sie hat sich total verändert. Sie fährt jetzt ab auf Lesen und klassische Musik. Früher interessierten sie coole Sachen, Klamotten und Haare. Tja, schade. Ich schätze, das bedeutet, ich werde die Kleine wohl auch nicht mehr sehen. Sie ist locker, Mom. Es gibt haufenweise andere. Ja, ich weiß. Es ist nur so... Naja, weißt du, ich hatte sie wirklich gern. Ich konnte ihr gar nicht auf Wiedersehen sagen. Es ist irgendwie nicht zum Abschluss gekommen. Soll ich sie herholen, damit sie mit dir auch Schluss machen kann? Wo ist Randy? Er ist noch in seinem Zimmer. Ich will mit ihm reden. Ich weiß jetzt, dass ich kein Gott bin. Oh, das tut mir aber leid. Wollen wir uns das anschauen? Randy, hast du mal Zeit? Wenn es nach dir geht, eine volle Woche. Was du neulich gesagt hast, war wirklich ein dicker Hund. Aber dann habe ich mir überlegt, dass Hausarrest nicht die richtige Lösung ist. Stark, dann bis später. Halt, halt. Ich sag dir, was läuft. In deinem jetzigen Lebensabschnitt musst du dir an meinen Knochen die Zähne abwetzen.
Was? In den nächsten paar Jahren wirst du nicht mehr du selbst sein. Wer werde ich dann sein? Ein kleiner Klugscheißer, der über die Leute herzieht und den viele für einen Trottel halten. Wie der Vater, so der Sohn. Es geht schon los. Was? Das Erwachsenwerden. Diese unausstehliche Pubertät. Das macht jedes Kind irgendwann durch und ich warte, bis sich's erledigt. Soll das heißen, es ist okay, wenn ich mich über dich lustig mache? Nein, das sagte ich nicht. Ich sagte, ich verstehe es. Es ist einfach deine Art, gegen mich zu rebellieren. Hast du als Junge auch gegen deinen Vater rebelliert? Er ist gestorben, bevor ich ein Knallfrosch wurde. Er wäre stolz, wenn er dich jetzt sehen könnte. Okay. Das war ein weiteres Beispiel der pubertären Unausstehlichkeit. Mir ist nur wichtig, dass du aufhörst, dich über meine Arbeit lustig zu machen. Geht klar. Auch nicht, wenn ich was in den Sand setze oder was Peinliches passiert. Wer bleibt denn da noch übrig? Mom. Na gut. Hey, Dad! Tut mir leid, dass du als Junge nie Gelegenheit gehabt hast, zu deinem Vater fies zu sein. Mir auch. Obwohl, einmal war da was. Ich war 9 und habe ihn ganz schön in Rage gebracht. Ich durfte endlich mal an seinen Bunsenbrenner ran. Na, und was ist passiert? Ich konnte mal ein richtiges Feuerwehrauto sehen. Und, wir kriegten eine neue Garage. Hey, Jungs. Gut gedankt. Klasse, Wurf. Kennt ihr den neuesten Witz über eure Mutter? Sie ist gar nicht mit dir verheiratet? Hausarrest gefällt dir wohl. Hey, das ist die Pubertät. Dafür kann ich rein gar nichts. Also gut, hört hier. Als sie klein war, wie hat Grandma sie wohl genannt? Jill? Ein Name, der ihr höllisch verhasst ist. Tim! Pass auf, was du sagst. Spuck's aus. Als sie noch klein war, da nannte Grandma sie... Ich warne dich, Tim. Es funktioniert! Natürlich, ich habe ein Händchen für sowas. Earl ist hier unten, er hat es repariert. Hallo Tim, wie geht's denn so? Kann mich nicht beschweren, danke. Also wie hat Grandma sie genannt? Ich könnte ihr Vertrauen nie missbrauchen, ich darf es nicht verraten. Ich kann den Filzstift hören. Tolles Gerät, nicht? Herzlichen Dank, meine Freunde. Danke, Heidi, willkommen bei Tooltime. Ich bin Tool der Sie kennen ja meinen Assistenten Al Borland. Was ist, fallen dir keine idiotischen Beinamen mehr ein? Habe ich Geburtstag? Wir können doch nicht darüber...